Hallöchen, da sind wir wieder. Es wird äußerst spannend. Ich habe im Offscreen schon ein bisschen rumüberlegt, komme aber nicht so wirklich zu einem ordentlichen Schluss. Also Gedankenkontrolle ist im Gespräch die temporäre des Commanders auf den Archon. Einen Avatar zu freezen ist eine weitere Option. Aber dann haben wir nicht annähernd genügend Leute, die wir schnell genug rankriegen, um halt die anderen Gegner zu bearbeiten. Das heißt, der nächste Zug, der wird ein bisschen heftig. Und der Avatar ist auch nur eine Runde in Stase, also. Aber ein Archon unter unserer Kontrolle wäre, glaube ich, echt gut. Vor allen Dingen wegen des AOE-Angriffs. Wir müssen ja irgendwas müssen wir probieren. Na, das steht ja außer Frage. Wir haben noch eine Säurebombe auf Nosferatu, allerdings sind wir da viel, viel zu weit weg. Ich glaube, selbst mit einer Inspiration würden wir ihn nicht in Reichweite kriegen. Glaube ich. Wir probieren das jetzt mal. Ja, mit ihm uns bewegen können wir jetzt erst in der nächsten Runde. Aber immerhin ist einer vom Feld. Ich tendiere mit Loha ganz, ganz stark zum Imitationsgerät. Siebzig für den Mutern. 70 für den Avatar. So, mit Loha hatte ich ja auch schon drüber nachgedacht, jetzt den einen Avatar in die Stase zu setzen und dann das Imitationsgerät zu werfen. Weil wir müssen sehen, dass wir die anderen Einheiten rankriegen in gute Positionen, um dann vielleicht auch mit Elessia dem Archon nahe zu kommen und das Schnellfeuer rauszuhauen. So, der Avatar ist in Stase. Und wir setzen das Imitationsgerät. Wo setzen wir es hin? Ich kann es nur hier hinsetzen. Dann mache ich das doch. So. Jetzt die Frage mit Legilas und die Kombination mit unserem noch lebenden Kodex. Einen Muton rausnehmen oder ein Archon ankratzen. Ich würde den Archon gerne töten, aber das wird nicht funktionieren. Das werden wir nicht schaffen. Aber, Moment mal, wir haben ja die Psi-Bombe. Für den Mutants habe ich ehrlich gesagt keine Angst. Hä? Verarschen? Kann ich die Psi-Bombe hier nicht hinsetzen? Warum geht das wieder nicht?
Hallo? Warum zur Hölle geht das nicht? Geht doch. Da geht es mir weniger um den Schaden, vielmehr um die deaktivierten Waffen. So, kratzen wir jetzt den Avatar an. Den Archon an. Wobei der eigentlich entschärft ist, ne? Achso, Schattenfall ist halt keine Option, weil wir natürlich viel zu weit weg sind. Nachladen und die Abschusszone setzen. Es wird sich, die werden sich schon bewegen im nächsten Zug. Könnte man auch machen. Wir laden erstmal nach. Und dann setze ich die Abschusszone. Und zwar setze ich die so. Okay. So, jetzt müssen wir mit den anderen in halbwegs ordentliche Positionen kommen. Ich hoffe, dass der Archon, den wir kontrollieren, und das Imitationsgerät als Ablenkung ausreicht. Dass wir da... Gehe ich hier hoch mit Shadow? Schaden kann es nichts. So, dass wir hier nicht zu viel Schaden bekommen und dass uns hier hoffentlich niemand krepiert oder so Geschichten. Da habe ich jetzt ja in der Finalmission so überhaupt keinen Bock drauf. Ich bin zu alt für sowas. Mit Noss gehe ich auch mal nach oben. Okay, mit Cherry auch noch. Oh, die Mutants haben Granaten, ne? Ich weiß nicht, ob die Aura auch wirkt, wenn wir hier stehen. Also ob die auch nach oben wirkt. Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Yes! Yes! Gut, das wirkt also nicht nach uns. Können wir aber im nächsten Zug ganz einfach mit der Aura resetten. Jawohl. Nein. Man kann ja alles haben.
Jawohl. Impressed yet? Oh ja, sogar ziemlich. Das war ein nice Move. Kill! Kill! Kill them all! Nix da, kill, kill, kill them all. Okay, das speichere ich auf jeden Fall ab. Das lief gut, das lief gut, das lief gut. Dank der Icarus-Rüstung, Panik, auch noch den Archon mehr oder weniger aus dem Spiel genommen. Genau zum richtigen Zeitpunkt getriggert. So. Der Archon. Was hatten wir? Haben die Feuerfedern für eine für eine Range? Bombardiere dein Zielgebiet mit einem Hagel an Sprengkörpern. Wir können das ja mal. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, jemanden anzugreifen mit dem Archon. Noss. Ich hau jetzt alles raus, was ich hab. Gut. Da kommen wir nicht, oder? Oh, das wäre äußerst gut. Muss mal gucken. Das ist wieder so ein Gefummel jetzt. Es wäre cool, wenn wir von hier oben weit genug kommen würden. Nee, das wird nicht reichen. Das heißt, ich gehe mit Noss auf jeden Fall runter. Mit dem Avatar des Commanders haben wir jetzt auch den Dimensionsriss wieder ready. Um den Avatar hier hinten mache ich mir tatsächlich gar keine Sorgen. Den kriegen wir auf jeden Fall down. Den darf ich nur nicht vergessen. Ich überlege gerade, wo ich mit dem Avatar des Commanders mal hingehe. Geh mal hier hin. So. Der ist jetzt natürlich flankiert wegen Shadow. Okay, den Avatar hier hinten sehe ich gerade gar nicht mit Legilas. Das heißt, wir müssen uns doch jetzt erstmal irgendwie um den kümmern. Nicht, dass ich den tatsächlich so hart aus den Augen verliere. Dass wir den nicht down kriegen. Unten Loha macht das. Cherry macht das, meine ich. Und zwar macht Cherry das mit dem Seelenfeuer, denke ich. Das ist ein Safe Kill. Da nehme ich jetzt auch in Kauf, dass wir uns hier halt mit Cherry dann mal keinen Meter bewegen. The mind is willing. Target disabled. So. Avatar down. So, und jetzt können wir Dimensionsriss und Säurebombe alles raushauen, was wir haben. Oh, der Dimensionsriss ist heftig. Die Range ist so heftig. Oh. Unser Archon. Gut, das ist aber gar nicht weiter schlimm.
Soll er doch was abkriegen. Ich meine, ich muss noch mal gucken, nicht dass hier... Steht hier noch irgendjemand von uns? Nee. Das heißt, es ist tatsächlich nur der Archon. Dann ziehen wir doch erstmal den Archon irgendwie weg. Und gucken mal. Gehen wir denn mal hin? Hier oben ist cool. Da, la, 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 la. So, machen werden wir mit dem aber erstmal noch nichts. Wir gucken jetzt erstmal, wie viel Schaden der Dimensionsriss macht. Ne? So. Da wollen wir ja mal angucken. Karums. Mhm. Okay. Wenig Sorgen um den Avatar da unten. um den Archon, meine ich, der noch 2 Lebenspunkte hat. Den Archon da oben. So. Freunde der Sonne. Ich denke, es ist Elessia-Zeit. Das hoffe ich doch. Der normale wäre nicht safe. Das Schnellfeuer ist auch nicht safe, weil nur 95%, aber es ist mir sowas von egal. Shit. Elessia, bitte. Elessia! Ich fasse es nicht. Du hättest dir ein Denkmal setzen können, Elessia. Und dann sowas. Ich bin schockiert. Nos. 56%, willst du mich verarschen? Ich schmeiß einfach eine Granate. Ist ja alles voller Gift, ist auch kacke. Loha! Seelenfeuer? Dann haben unsere beiden Psi-Soldatinnen die Avatare aus dem Spiel genommen. So soll es sein. Den Erfolg gekriegt, Retter der Erde. Wenn die Ältesten das Psionik-Netz nicht mehr stabilisieren, geht alles den Bach runter. Das Tor hält nicht mehr lange. Ihr habt sie gehört. Los! Shen, sagen Sie mir, dass Sie einen Plan B haben. Gut gemacht. Es war nicht mein Verdienst. Das sollte doch gar nicht möglich sein. Außer... Commander, was immer Sie tun, es funktioniert. Heben Sie nur genug Saft für Ihre eigene Heimreise auf. Commander, alles okay? Wir verlieren den Kontakt.
Ich weiß schon, was passiert. Was zur Hölle passiert? Kannst du dir vorstellen. Die Ältesten. Sie überlagern die Verbindung. Hüllen das Bewusstsein des Commanders ein. Dann trennen sie die Verbindung. Aber dann riskieren wir eine totale Überladung. Wir werden wieder ganz sein. Wir werden gegen unseren Commander jetzt kämpfen müssen. Stabilisieren sich. Synapsenaktivität fast wieder auf normalem Niveau. Doch nicht. Macht ein transdimensionales Psionik-Netz weniger. Einsatz erfolgreich, Commander. Okay. Hier ist das Befreiungsnetzwerk. Wir senden auf allen Frequenzen. Advent zieht sich überall großflächig zurück. Weiterhin schwere Gefechte in den Stadtzentren, während sich die Advent-Truppen neu sammeln. Wir werden hier von der Flüchtlingswelle fast erdrückt, während die Menschen aus den von Advent kontrollierten Stadtzentren fliehen. Die Ausgangssperre bleibt bestehen. Derweil bekämpft die Verwaltung die aktuelle Krise. An alle in den besetzten Zonen, bleiben Sie standhaft und kämpfen Sie weiter. Wir versprechen Ihnen baldige Hilfe. Teil 3 incoming, würde ich sagen. Teil 3 incoming. Die Aliens sind nicht zerstört. Da wird noch was kommen. Also das sieht mir stark aus nach, wie gesagt, dass da noch eine Fortsetzung kommt. Dass das nicht das Ende ist. Wir haben unsere Statistiken. Mein Gott, Schwierigkeitsgrad habe ich nur auf Veteran gespielt, aber alles Höhere wäre auch für meine Rundenstrategie Fähigkeiten zu viel des Guten gewesen. Oder Addon. Stimmt, Addon könnte auch sein. Das wäre geil. Addon wäre cool. Und deswegen meine Anspielung auf Terror of the Deep. Ja. Also, wir haben gewonnene Einsätze 47, Welt 41. Was heißt das? Was heißt du und Welt? Verstehe ich nicht. Also, verlorene Einsätze 1, und zwar den allerersten. Grandios verkackt. Man möge sich nochmal Folge 1 und 2 angucken. Oder Folge 1, 2 und 3, ich weiß es gar nicht. Grandios. Grandios. Kamera etwas zur Seite. So, zieh ich mal kurz dahin, dass ihr was seht. Hier oben passt sie ganz gut hin, ne? So. Ja, der Durchschnitt der Welt. Ach so. Der Durchschnitt aller gespielten Kampagnen weltweit. Okay. Naja, da liege ich ja gar nicht so. Mehr makellose Einsätze, mehr verlorene Einsätze, mehr gewonnene Einsätze. Ist doch alles cool. Getötete Aliens. Verlorene Soldaten. 5? 4
in der ersten Mission und Grossel. Grossel 512. Er ruhe in Frieden. Könntest du ein Special machen, wo Edmund gewinnt? Oh, das ist eine gute Idee. Das können wir eigentlich gleich im Stream mal angucken. Können wir den letzten Spielstand nochmal laden. Und können verlieren lassen. Das machen wir mal. Das gucken wir uns mal an. Das ist eine coole Idee. Ja, also 5 verlorene Soldaten kann... Wobei, im ersten Einsatz haben wir doch nur 3 dabei. Oder 4. Und gefallen ist doch nur Grossel. Oder noch jemand, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Trefferquote 86%, Runden im Schnitt auf Einsatztimer übrig. 2,88, 2,69. Gut, hätte ich, glaube ich, auch ohne Timer spielen können. Wobei ich ja da auch ein bisschen geschummelt habe, dadurch, dass der Timer erst runtergezählt hat, wenn wir entdeckt waren und so. Also, Also geschummelt ist das Falschwort, ich habe mir das, was ich am Spiel nicht mag, rausmodden lassen. Und das ist ja nur legitim. Ich spoiler mal, da passiert nichts. Dann ist einfach Game Over und fertig. Oh. Langweilig. Das wäre cool gewesen, wenn sie sich dafür vielleicht auch noch eine kleine Cutscene hätten einfallen lassen, wenn man wirklich die letzte Mission verkackt. Zweite Seite. Eingesetzte Soldaten, 19, Welt 20. Tage bis zum ersten Colonel, 1733. Krankentage, gesamt, 453. Welt keine? Jeder, der das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt hat, hat keinen Krankentag gehabt, das glaube ich nicht. Verdiente Beförderung 69, Anzahl von Colonel 10,7, ausgebildet Zyldan 2,1, Anzahl von Magi 2,1, Heckbelohnung, das liegt alles, ich liege total im Schnitt. Ich bin voll Mainstream. Tage bis zu den Magnetwaffen, Tage bis zu den Strahlenwaffen, Tage bis zur Plattenrüstung, Tage bis zur Servorüstung. Tage bis zur Alien-Verschlüsselung. Na gut, also da habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Den gegebenen Umständen der Mods geschuldet, sag ich mal. Errichtete Funkrelais 12. Sabotierte Alien-Einrichtung 5-4. Von Vorratswagen erhaltene Vorräte. Auf dem Schwarzmarkt verdiente Vorräte. Gesammelte Infos. Auf dem Schwarzmarkt ausgegebene Infos. Ja, voll im Schnitt, würde ich sagen. Tja, das war's. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das habe ich aber auch während des Streams oder während der Streams und während der Folgen schon immer mal wieder erwähnt. Alleine die Interaktion während der Streams mit euch war schon cool. Ist immer noch cool. Und ein grandioses Spiel. Den ersten Teil weiterentwickelt, würde ich sagen. Also Enemy Unknown ist ja mit Enemy Within, was ich selber nie gespielt habe, aber ein bisschen was angeguckt habe und auch von euch so vom Hörensagen, was wohl mit Enemy Within schon weiterentwickelt wurde. Aber ich finde, das ist jetzt auch nochmal, ich habe jetzt so den Vergleich zu Enemy Unknown, ein großer Schritt nach vorne. Viele, viele coole Fähigkeiten, eine ordentliche Story, würde ich sagen. Nichts Weltbewegendes, kein Story-Gigant, aber eine gute Story. Und ich hoffe, oder ich würde mich freuen auf ein Add-on, auf den dritten Teil irgendwann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Spielserie hier nicht irgendwie von Phyrexis aus den Augen verloren wird. Aber ich glaube, dafür ist XCOM 2 auch ein viel zu großer Erfolg. Als dass Phyrexis da sagen würde, nee, oder auch 2K sagen würde, nee, machen wir nichts mehr. Wollen wir nicht mehr publishen, wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Und ja, ich wollte noch so viel sagen und gerade fällt mir nichts ein von dem, was ich sagen wollte. Also natürlich wie immer der Dank an euch fürs Zuschauen, vor allem fürs fleißige Mitmachen in den Streams. Das war toll.
Hat voll Spaß gemacht. Also für, na, das kläre ich jetzt nicht im abschließenden Fazit. Ich habe mich sehr auf XCOM 2 gefreut, als ich gehört habe, dass es in Entwicklung ist. Ich muss sagen, ich bin absolut nicht enttäuscht worden. Ich habe es ja schon gesagt, ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist ein tolles, gelungenes Spiel. Dass die Mod-Möglichkeiten so groß sind, finde ich toll. Denn dann so konnte ich mir diese Sache mit den Zeitlimits rauspatchen, weil das habe ich ja auch schon erwähnt, das mag ich gar nicht, wenn man den Schwierigkeitsgrad einfach erhöht, indem man irgendwo Zeitlimits einbaut. Da bin ich kein Freund von. Ich bin auch so kein Freund von Zeitlimits, aber das habe ich auch schon oft genug erwähnt. Ich finde das Spiel klasse. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Anfangs, also ich finde auch die Entwicklung, also dass ich so am Anfang war ich ja total raus aus Rundenstrategie, habe katastrophal gespielt, habe mich dann wieder so ein bisschen reingefuchst und so, ja, die zweite Hälfte des Let's Plays, würde ich sagen, lief das ja eigentlich ganz gut. Natürlich auch mit eurer Hilfe. Werde ich denn die Story-Mission für Alien Hunters Chancellor's Gift mal zeigen? Oh, stimmt, das wollte ich sowieso machen, ne? Würde ich jetzt eher mal sagen, nein. Ich hatte auch geplant, noch mehr mit XCOM zu machen. Habe ich aber auch erstmal auf Eis gelegt. Aber das klären wir, wenn quasi die Folge vorbei ist. Ich muss sagen, ich habe davor ein paar Rundenstrategiespiele ausprobiert. Valkyrie Chronicles zum Beispiel, das hat mir alles nicht so gefallen. Ich finde, XCOM ist einfach, das Szenario ist geil. Ich stehe sowieso auf ein bisschen Sci-Fi und Zukunftsszenarien à la Mass Effect etc. Da bietet die Welt von XCOM eigentlich das perfekte Universum für mich. Rundenstrategie habe ich mittlerweile auch lieb gewonnen. Bin ich das erste Mal tatsächlich in Kontakt gekommen mit Fire Emblem. Das waren so die ersten wirklich Rundenstrategiespiele, also von Pokémon mal abgesehen, was ja im Endeffekt auch Rundenstrategie ist. Ja, Fire Emblem, XCOM, ansonsten gar nicht so viel. Vieles ausprobiert, aber hat mir irgendwie vieles nicht gefallen. Konnte mich nicht anfixen. XCOM hat es geschafft, mich anzufixen. Schon mit dem ersten Teil. Und insofern, ich freue mich, dass das Spiel so gelungen ist, dass mir das Spiel so gut gefallen hat, dass ich mich nicht durch ein Projekt durchquälen muss. Die Gefahr besteht ja immer bei Blind-Projekten, dass man, auch wenn es ein und zusätzlich noch ein Sequel ist, Sequels gelingen ja nicht immer und bei Blind-Spielen weiß man auch nicht immer, was man bekommt. Das heißt, da besteht immer das Risiko, dass einem das Spiel überhaupt nicht gefällt und dass man sich ein bisschen durchquält oder vielleicht im allerschlimmsten, härtesten Fall sogar abbricht. Kann man die Credits überspringen? Das ist noch die YouTube-Folge. Das ist einfach noch ein bisschen Fazit. Aber ich denke, das reicht jetzt auch an Fazit. Unterm Strich ein mega tolles Spiel. Ich bereue keine Sekunde. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit euch hier im Stream zu interagieren, im Chat zu interagieren. Und ich hoffe, dass entweder ein Add-on kommt oder ein dritter Teil. Auf jeden Fall, das Ende lässt ja eben genau dieses erahnen, würde ich sagen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Das war's mit XCOM 2. Es geht jetzt erstmal weiter mit Kingdoms of Amalur als ganz normales Let's Play. Das ersetzt jetzt quasi den XCOM-Slot um 18 Uhr alle zwei Tage. Ich überbrücke bis Dezember mit Kingdoms of Amalur, weil ich kein Projekt habe, was ich wahrscheinlich bis Dezember schaffen würde. Und am 1. Dezember kommt die Zwerge und da gibt es dann auf jeden Fall ein Let's Play zu. Das steht außer Frage. Ja, Mensch, und da sind die Credits offensichtlich auch vorbei und dann würde ich sagen, bin ich an dieser Stelle auch raus. Bedanke mich nochmal bei euch und sage ciao, ciao.